unvergessliches Automatending. Künstlerreich. Sag ich doch. Sieh mal, hier sind deine Hände. Fleißige Typhon-besessene Mögerin, du steckst voller Überraschungen. Halte still, während ich... Das. Keine Ahnung. Du erinnerst dich immer noch nicht? Nein, nur eine Sache. Ich habe dort gearbeitet. Perle der Sturmsee. Schmiedefeuer entflammt. Weises Kind überzeugt. Federleichter Verstand. Schmiedefeuer entflammt. Schmiedefeuer entflammt! Deine Schmiede ist Teil der Prophezeiung. Das muss die Antwort sein. Du musst dich erinnern. Die Schmiede, das leuchtende Segensding, das gerade aus deinen Händen kam. Du bist ein Gott. Wie nett von dir. Ich finde dich auch super. Nein, ein richtiger Gott. Zu Hause habe ich Dutzende Geschichten über dich erzählt. Mythen, Legenden, Götter, Monster. Das alles. Du bist Hephaistos, der Gott der Schmiede. Erinnerst du dich? Ich dachte immer, ich wäre ein Peter. Paul vielleicht? Das klappt so nicht. Wir müssen dein Gedächtnis wecken, um deine Essenz zu finden. Denk nach. Wie setzen wir die Schmiede in Gang? Lüftungsschächte führen 4 Kohleöfen Luft zu. Ein Netzwerk von Kanälen muss eisiges Wasser über Wasserräder zum Gipfel bringen. Die Verbrennung wird zentral über 2 Mechanismen im Kern der Schmiede gesteuert. Woher weißt du das? Was weiß ich? Vergiss es. Ich habe einiges davon schon getan, aber vom Rest wusste ich nichts. Ich kümmere mich darum. Schmiede. Und das könnte ein Hammer sein. Hephaistos hat den mächtigsten Hammer, den es je gab. Und das, ich denke, das ist die Schmiede. Und das passt zu der Statue draußen. Das scheinen doch Hinweise zu sein. Mein nächstes Werk wird Schnee sein. Aber eingesperrt. Ich könnte es Schlechtwetterkugel nennen. Oder Schneeblase. Nein, aber so ähnlich. Hephaistos, du bist da. Es war, als würde die Schmiede mich rufen. Ich musste folgen. Wo wir davon sprechen. Ich habe Luftschächte freigelegt, Feuer entzündet, Wasserräder in Gang gesetzt und sogar seltsame Glyphen freigeschaltet, aber nichts ist passiert. Nun, ich habe mit meinen Händen gesprochen, wie man das so macht, und sie sagen, dass sie der Schlüssel sind. Sie müssen etwas berühren. Endlich was für mich. Zeus. Diese Stätte ist uralt. Du sollst die Schmiede ganz allein erbaut haben. Ich? Aber es ist so dreckig hier. Und die Beleuchtung. Wir wissen nicht, was dann passiert. Meine Güte, Menschlein, wie fleißig du bist.
Eine Schande, deine Kraft so ans Mittelmaß zu verschwenden. Hinter dem entstellten Gott liegt deine Jauchegrube und vor ihm das reinigende Feuer der Schmiede. Wende dich ab, lass ihn in den Flammen verbrennen. Potenzial wird von deiner Dummheit übertroffen. Schade, dann muss ich wohl für Gleichgewicht sorgen. Hephaistos, komm raus! Ach, dir geht's gut. Was ist das? Dieser Schmerz in diesen Zeichen? Traum? Leid? Wahre Kunst. Du wolltest uns wahrscheinlich eine Nachricht hinterlassen. Ich? Wie eklektisch von mir. Dein vergangenes Ich hinterließ wohl Hinweise, damit du dich erinnerst. Etwas, das Typhon nicht erkennt. Kannst du irgendwas davon lesen? Da fehlt etwas. Hephaistos, du Genie! Ja, da fehlt ein Teil. Wo habe ich das nochmal? Das ist nicht deine Unterschrift, Hephaistos, sondern der Rest des Rätsels. Hammer, Schmiedefeuer, Statue und die Büchse. Weißt du vielleicht, was das hier ist? Natürlich wusste er es nicht, aber was sie dort vor sich sahen, war die Büchse der Pandora. Fängst du schon wieder damit an? Du hast den Sterblichen das Feuer gebracht. Dafür wurdest du an den Felsen gekettet. Ihre gerechte Strafe war die Büchse. Also zwingst du deinen Sohn Hephaistos, ein Gefäß zu schmieden, das jedes Übel der Welt auf sie loslassen kann? Ist das etwa gerecht? Hephaistos ist dem gern gefolgt. Er wusste, was er tat. Er tat, was ihm befohlen wurde, nachdem du ihn sein Leben lang gequält hattest. Sprich nicht über meinen Sohn! Pandora handelte mit unschuldiger Neugier, als sie die Büchse öffnete. Du mit böser Verachtung! Ich warnte sie und sieh, was geschah. Die Sterblichen zerfleischten und schändeten ihre Welt und einander. Die Warnung war wohl nicht genug. Nun ist es vorbei. Sie sind Stein. Und die Büchse der Pandora war der Anfang vom Ende. Also, zuerst brauchen wir einen Hammer. Hab ich. Woher hast du... Vergiss es. Ich glaube, dein vergangenes Ich will, dass wir den Hammer mit der Macht des Schmiedefeuers aufladen und dann hier durchbrechen. Das passt zu mir. Lese ich das richtig, ist deine Essenz darunter. Aber da ist noch mehr. Ich habe dir gesagt, was das ist. Eine Büchse? Nein, also ja, aber außerdem befand sich darin einmal jede vorstellbare Art des Leids. Genug Leid, um die Welt zu füllen. Und du hast gelitten, Hephaistos. Sehr. Aus dem Olymp verbannt. Verstoßen. Allein. Egal, wie großzügig du warst. Wie schwer du gearbeitet hast. Jeder Gott lehnte dich ab. Nur weil du anders warst. Diese Büchse ist der letzte Hinweis. Ich glaube, dass Typhon dein Leid gestohlen hat. Und damit auch deine Erinnerung. Um also meine Erinnerungen und mein Talent zurückzubekommen. Musst du den Schmerz fühlen, der weggeschlossen wurde? Mach!
Trotz der extremen Hitze fuhr Phönix unbeirrt fort und stieß den Hammer des Hephaistos in das Herz der Flammen. Prometheus, du übertreibst! Kein Mensch könnte jemals diesen Hammer führen. Oder deine Blitze? Und doch, durch das Aufsaugen der Macht der Flammen, erwachte der Hammer zum Leben. Und damit löste Phönix den zweiten Segen des Hephaistos. Den wiederbelebten Hammer in der Hand musste Phönix nur noch hinunter zum eingesperrten Leid des Hephaistos springen. Mann, ist schwer.